Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Webinar und Premiere hier zusammen mit The Trading Pit. Wir veranstalten heute ein gemeinsames Webinar. Ich freue mich sehr darauf, dass wir endlich auch hier zusammen das erste Webinar starten. Und ich freue mich auch, dass wir den Sascha Finsterwalder heute dabei haben, der für uns auch dann auch gleich inhaltlich dann entsprechend zur Seite steht. Und seitens der Trading Pit auch an der Stelle Marc Lohner zu nennen. Ich freue mich auch, dass er auch für uns die Zeit gefunden hat. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Das heutige Thema sehen Sie ja bereits, die Dow-Theorie und der Fibonacci Teil 1. Warum Teil 1? Teil 2 wird es auch geben und das dann entsprechend auf der Trading Pit Oberfläche beziehungsweise Link, den Sie natürlich dann auch im Nachgang bekommen werden. Bevor wir aber jetzt final starten, müssen wir immer kurz den Risikohinweis besprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Das ist ganz wichtig, ja? Wenn Sie sich die Aufzeichnung gerade anschauen, dann können Sie auch gerne an der Stelle kurz pausieren. Wunderbar, dann ist alles gesagt und ich gebe zunächst den Bildschirm an den Marc und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ja, ein vielen Dank, Delson. Ein Moment, ich mache gerade mal hier. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, einen schönen guten Abend, Nelson. Vielen Dank für die Einladung heute. Wie man sieht, in Studio Grün, das mit dem Bildschirm Hintergrund kommen wir die nächste Tour hin. Ich finde es ganz toll, dass wir für den heutigen Event Sascha Finsterwalder bekommen konnten. Sascha ist ein Coach, den ich schon lange und gut kenne, der sicherlich einiges an spannenden Informationen den heutigen Zuschauern rüberbringen kann. Bevor ich nun aber weiter den Sascha in die Luft hebe, erzähle ich für diejenigen von Ihnen, die noch uns nicht kennen, ein klein wenig über den Trading Pit. Der Trading Pit ist ein sogenannter Fremdkapitalgeber, auf Englisch eine Prop Firm. Was ist das genau? Wir suchen Trader, wir suchen Händler, die regelmäßig Gewinne generieren können und dabei aber Risikoparameter wie zum Beispiel Drawdown-Grenzen einhalten können. Für diejenigen, die das schaffen, bieten wir eine Kapitalisierung ihrer Konten an mit einem gewissen Profit Share. Das heißt, wenn man zum Beispiel 1000 Euro Gewinn gemacht hat, dann gehen 700 Euro davon an den Trader und weil wir ja das Kapital und die Infrastruktur und die Software und alles zur Verfügung gestellt haben, geht der kleinere Teil von 300 Euro dann an uns. Und das ist das Geschäftsprinzip, wie eigentlich alle von dieser Situation profitieren, nämlich wir, dass wir Händler gefunden haben, die unsere Konten großtreten und uns somit Gewinne erwirtschaften. Und die Trader wiederum haben die Möglichkeit, dass sie Kapital zur Verfügung gestellt bekommen. Also unsere Größenkonten beginnen ab 150.000 US-Dollar. Und dann hat man ein gewisses Handelsvolumen, mit dem man auch handeln kann. Das, sag mal, 150.000 hat ja nicht gerade jeder so unter der Bettkante liegen und genau in diese Nische brechen wir rein. Also dort, wo jemand zwar schon das fachliche Wissen hat, wie kann ich handeln, aber nicht das Kapital, dort knüpfen wir an, kapitalisieren, aber professionalisieren auch, dadurch, dass wir halt eine Infrastruktur, indem wir Software und auch Support von unserer Seite zur Verfügung stellen, damit man als Partner gemeinsam groß werden kann. So, das war so die kurze Vorstellung zu uns. Sascha, willst du dich vielleicht auch noch kurz vorstellen? Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, mein Ton ist gut, alles andere ist auch gut. Man hört mich. Passt. Alles gut, ja. Sehr gut. Ich weiß noch nicht genau, welchen Bildschirm ich gerade freigebe, aber Ja, man hört dich. okay. Die Präsentation sehen wir in der, aber noch nicht gestartet. Ah, okay, gut. Wunderbar. Also, mein Name ist Sascha Finsterwalder. Ich mache jetzt also den Beruf des
Traders, Börsenhändler, wie man ihn auch immer nennen möchte. Jetzt, ich habe das jetzt gemerkt, ich bin jetzt genau 20 Jahre mache ich das. Also quasi, ich hatte vor 13 Tagen mein Debüt gehabt. Ich wollte es selber gar nicht glauben, aber seit 20 Jahren mache ich irgendwie genau immer nur diese eine einzige Sache an der Börse zu handeln. Und ich bin übrigens früher Dachdecker gewesen, also was ganz ursolides. Und ich habe mir 2017 gesagt, als meine Kinder mir irgendwann mal gesagt haben, Papa, was machst du eigentlich? Anderen Menschen das Geld wegnehmen, habe ich mir irgendwann mal überlegt, hey, irgendwas läuft doch in deinem Leben ziemlich falsch. Ich habe dann 2017 eine Education quasi gestartet, eine Weiterbildungsplattform. Und ich bin immer noch bis heute ein Freund davon, das Wissen auch noch kostenlos zu vermitteln. Das heißt, ich habe vor knapp ungefähr einem Jahr, anderthalb Jahren, habe ich mal so meinen YouTube-Kanal gestartet, wo ich halt auch quasi mein ganzes Wissen frei weggebe, weil ich genau weiß, wir sind ja gerade am Anfang gemerkt, ihr habt es ja gemerkt, ich habe auch leichte technische Probleme gehabt. Am Anfang kann man nicht immer alles hundertprozentig richtig machen, man macht sehr, sehr viele Fehler. Und ich möchte einfach für meine schönen Jahre, für meine fetten Jahre, die ich genossen habe, jetzt auch im Leben, möchte ich einfach so ein bisschen was zurückgeben und bin da natürlich ganz froh, dass ich hier dann auch bei FX Flat dabei sein darf, weil mal so mein, ich sag mal, mein Wunschziel wirklich mal zu den Großen zu dürfen. Ja, das so ein bisschen so zu mir. Also deswegen auch hier nochmal wirklich danke an FX Flat für die nette Einladung. So, okay. Reden Sie, was Sie sehen, nicht was Sie denken. Ich habe mich so super gerade darauf vorbereitet, musste dann alles umschmeißen. Leider habe ich heute keine Kamera. Normalerweise liebe ich halt immer mit Kamera zu arbeiten, dass man mich auch so ein bisschen sehen kann und auch so ein bisschen dann merkt, dass das, was ich euch heute Abend zeigen möchte, und ich benutze einfach mal das förmliche Du, ich hoffe, das ist für euch okay. Für mich ist es immer besser, das Wissen zu vermitteln. Wenn da irgendjemand sagt, hey, ich habe da ein riesengroßes Problem mit, schreibt es mir gerne unten in den Chat rein, dann nehme ich natürlich das Sie, ist gar kein Problem. Aber reden Sie, was Sie sehen, nicht, was Sie denken. Dann kommt ja von Charles Dow und ich nehme das Ganze als Überlieferung und ich setze das für mich in einen Kontext rein, wie ich das verstehe und wie das auf meinem Tradingkonto ziemlich gut endet. Das heißt, ich bin einer von diesen Menschen, die morgens und immer im Vorfeld einen Trade veröffentlichen, sei es auf YouTube, sei es in Telegram, sei es hier da. Ich werte nur meine Trades, ja, die ich im Vorfeld mit meiner Community teilen kann. Also bei mir wird es das niemals geben, dass ich sage, oh, diesen Trade habe ich gemacht, der war deswegen und deswegen und deswegen super cool. Und dass ich das Ganze machen kann, habe ich mir die Überlieferung von diesen netten Herren einfach mal über Jahre genau angeguckt, ganz, ganz viele Bücher darüber gelesen und mir sind Sachen aufgefallen, auch die heutige, wie man sie kennt, die Elliott-Wellen-Theorie, finde ich ultra spannend. Ihr habt es ja schon gelesen im Einleitungstext, es gibt Teil 1 und Teil 2. Teil 1 ist fast nur Theorie, während Teil 2 ausschließlich nur Praxis ist. Und ich würde sagen, da starten wir damit. No 1902 ist der liebe Charles Dow gestorben und der hat ja damals die Dow-Theorie erfunden oder wie man es auch immer nennen möchte. Er hat sie niedergeschrieben in dem Zeit um 1900 rum. Und er sagt hier, dass sich Märkte zum Beispiel in Wellen bewegen, Bewegung, Korrektur, psychologische Grundmuster, die da sind. Und mit dem heutigen Fibonacci, also quasi mit diesen Rücklaufmustern, habe ich das Ganze für mich kombiniert. Und ich habe im ersten Teil meiner Webinarreihe immer gesagt, ich benutze immer sogenannte mehrere oder Mehrfachsignale. Wir erinnern uns an dieses Ding hier. Und es geht ja einmal um die Trendverortung. Habe ich einen Trendbruch, setzt sich dieser zu 80% fort, sind nicht meine Wörter, sondern hat ja die RTWH in Aachen dann festgestellt. Also auch hier, ich versuche immer in meine Trading-Strategie irgendwas mit reinzubringen. Ich passe sie heute noch an, was A funktioniert und was mir irgendjemand belegen kann, dass es wirklich funktioniert. Und dann kommen wir immer wieder auf dieses Muster, was wir da vorhersehen. Und darüber schreibe ich quasi meine Strategieerstellung.
Sind zwei oder mehr Punkte gegeben, gehe ich einen Trade ein, habe ich nur ein oder zwei Punkte. Bei zwei Punkten nehme ich sehr, sehr wenig Risiko, gehe sehr, sehr schnell Break-Even, habe ich drei, vier oder fünf Punkte, lasse ich Trades halt auch sehr lange laufen. Haben wir ja letzte Mal schon so ein bisschen drüber gesprochen. Dann gibt es die erste Prämisse vom lieben Charles, die Indizes diskontieren alles, die Kursstände der Indizes reflektieren alle Faktoren, die das Angebot und die Nachfrage beeinflussen. Damit erübrigt sich eine Fundamentalanalyse. Ich bin ein absoluter Freund davon, sich morgens einmal eben ganz kurz auf Bloomberg, das kostet, glaube ich, wenn du eine Privatperson bist, kannst du dir diesen Feed bei denen, kostet irgendwie 40 Euro oder sowas oder 32 Euro, hat mir jetzt ein Kunde gesagt, kannst du eben einmal alles gucken, dass du dann nicht, ich sag mal wirklich, komplett vor die Wand rennst. Und wenn da steht, ich möchte die heutige Headline bitte nicht aussprechen, weil sie so abstrus ist wie irgendwas, aber wenn die dann irgendwelche Ballons oder sowas abgeschossen haben, dann gucke ich da mal rein, dann denke ich mir, okay, da kann es entweder zu sehr, sehr viel Bewegung kommen oder zu sehr wenig. Oder es steht irgendwas an im Wirtschaftskalender, dass gleich Zinsen oder Ähnliches kommen. Dann weiß ich natürlich, dann kann das durchgerüttelt werden. Dann bin ich immer sehr vorsichtig, ziehe mich aus dem Markt zurück und sage, nee, komm, lass das andere Leute machen. Da gibt es ganz, ganz viele Systeme, die dahinter funktionieren, die das sehr, sehr gut können. Ich mache das nicht, möchte meine Kursstrukturen handeln. Ich bin jetzt mittlerweile 40 Jahre alt. Und bin auch an dem Punkt angelangt, diesen Stress, ich brauche ihn nicht mehr. Aber jetzt kommen wir zu was, was wir beim letzten Mal so ein bisschen angerissen haben. Der Markt hat drei Trends, einen primären Trend, einen sekundären Trend, einen TCN, einen kurzfristigen Trend. Dabei ist ein Aufwärtstrend dadurch definiert, dass jeder neue Hochpunkt höher liegt als der vorangegangene Hochpunkt und jeder neue Tiefpunkt höher liegt als der vorangegangene Tiefpunkt. Also Primärtrend, Sekundärtrend, tertiärer Trend. Das, was wir am ersten gemacht haben, machen wir jetzt auf drei unterschiedliche Zeitebenen. Ich finde das so cool, weil das bewahrt mich vor so, so vielen Fehltrades. Primärer Trend kann bei mir zum Beispiel der Tageschart sein. Dann gehe ich in den Stundenchart, also sehr, sehr viel Zeitspanne dazwischen. Also quasi in den sekundären Trend, dann habe ich den Tageschart, den sekundären Chart und dann gehe ich immer noch in den tertiären Trend, also den ganz, ganz kleinen runter. Das ist dann bei mir der 1- oder 5-Minuten-Chart. Viele kennen das ja auch aus dem einen oder anderen Live-Handel damit heraus, dass ich mich dann ganz, ganz sauber verorte. Bei mir muss jede Linie, die darf nicht um 1 Millimeter oder ähnliches irgendwo verschoben werden. Ich kriege dann immer eine ziemlich große Hasskappe, ja, wenn das irgendwie ein bisschen unsauber ist. Das liegt wirklich an dieser Trendverortung, zum Beispiel Tageschart, Stundenchart und auch 1- oder 5-Minuten-Chart. Hier schon mal so ein Beispiel. Das machen wir natürlich alles noch, wenn jetzt zum Beispiel eine Trendlinie bei mir drin liegt, die markiert worden ist durch einen Hoch, durch einen Tief, durch die Korrektivmuster und hieran lese ich jetzt ab einmal, wie ist zum Beispiel meine Trendstärke und vor allem auch, habe ich einen Fehlausbruch, wenn ich zum Beispiel über diese Linie drüber weggehe und dann wieder zurück und unter dem Level close, dann weiß ich, ah, okay, das könnte jetzt erstmal ein Fehlausbruch sein, ich lege mich lieber noch auf die andere Seite, quasi auf die gegenläufige Seite in den Trend hinein, als dass ich jetzt darauf spekulieren würde, dass ich meine Trends brechen würde. Heute ist, wie gesagt, erstmal sehr, sehr, sehr viel Theorie und wir schauen, ob wir gleich nochmal in die Praxis reinkommen. Nur das Ganze muss unbedingt einmal, ja, wirklich einmal verankert sein, dass wir beim zweiten richtig Vollgas geben können und dass ich meinen Markt analysieren kann und dann auch darauf zum Beispiel eine Entscheidung treffe über einen Trade, der natürlich nur für mich ist, wo man aber daran halt ablesen kann, dass diese Strategie wirklich funktioniert, weil ich setze mich immer nur auf eine Richtung. Ich sage nicht, wie man es oftmals so kennt, ja, an diesem Level, wenn er da bricht, geht er rauf und wenn er dann nicht bricht, dann geht er runter, sondern ich suche mir immer nur eine einzige Bewegung heraus. Ich suche mir immer nur genau einen Teil heraus, was ich entweder long oder halt short handeln möchte. Bei mir gibt es das nicht im Kopf, dass ich mich von der einen auf die andere Richtung setzen möchte. Ich glaube, dieses Bild, das kennen wir alle, gerade
Wenn wir hier bei FX Flat sind, dann wissen wir, was natürlich eine Kursstruktur ist. Da ganz, ganz klein der tertiäre Trend, der dann sehr zackelig aufgebaut ist. Und dann oben der Primärtrend, der dann natürlich sehr, sehr sauber und filigran läuft und auch nicht wirklich durchgestoppt wird oder ähnliches. Jetzt ist es aber klassisch so, und für diejenigen, die die Elliott-Wellentheorie natürlich schon kennen, die werden jetzt genau wissen, was ich meine. Und zwar diese drei Trends haben auch noch drei Phasen. Das heißt, die erste, die Akkumulationsphase, der Markt hat gerade nach oben gedreht. Jetzt kaufen die gut informierten Investoren. Phase 2 der öffentlichen Beteiligung. Nun, da die Medien über steigende Kurse berichten, steigen viele Leute ein. Und dann gibt es die Distributionsphase. Jetzt wächst das Interesse der breiten Öffentlichkeit. Der Markt befindet sich auf einem Hoch. Die cleveren Investoren steigen aus. Das ist so dann die Phase, wo ich dann sage, hey, ich jetzt für mich, für meinen Teil nehme jetzt hier Gewinne mit. Ich lege mir immer feste Marken in den Markt rein und sage, okay, wenn der jetzt dahin läuft, dann nehme ich zum Beispiel von meiner Restposition noch mal ein bisschen was raus. Und ich versuche ja immer die sehr, sehr langen Läufer dabei zu kriegen. Aber was ist überhaupt eine Akkumulationsphase? Wir sind ja im ersten Step schon bei Trading Pit reingegangen und haben gesagt, okay, wir haben jetzt die sogenannte Alpha-Bewegung, also eine A-Bewegung, wo der Trend noch nicht wirklich bestätigt worden ist. Jetzt gibt es zweierlei Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, zu 80% wird das Hoch nochmal wieder rausgenommen nach oben hin. Wir handeln quasi in diese Entstehung der Akkumulationsphase rein oder wir kriegen ein Muster. Muster sind ja dann immer cool, wenn wir sie genau ablesen können. Das heißt, wenn sie in irgendeiner Bewegung drinstehen, in irgendeiner Musterbewegung drin sind. Das ist so der letzte Teil, der da reinkommt, um wirklich eine schöne Strategie dann auch rund zu machen. Für mich ist es natürlich immer erstmal wichtig, in das Hoch der Akkumulationsphase reinzutreten. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn du zu 80% weißt, in welche Richtung der Kurs geht, musst du dich halt immer viel, viel einfacher in diese Richtung zu handeln und nicht herzugehen und zu sagen, ja, du bewegst dich immer davon weg und du kriegst immer Magenschmerzen beim Traden, du kannst das Ganze nicht eng stoppen, sondern musst immer elendig weite Stops haben. Das war immer so mein Problem beim Traden, wo ich selber Magenschmerzen gehabt habe. Ich bin ja sehr, sehr kurzfristig investiert und ich kann das nicht haben, morgens aufzustehen und das Erste, was du machst, ist alle deine Positionen zu checken. Ich muss abends immer alles zu haben oder abgesichert haben. Das heißt, alles ist break-even abgesichert, dass ich morgens aufstehen kann. Das sind so Sachen, die ich gelernt habe, für mich wohlgemerkt, dass die sehr, sehr häufig in der Akkumulationsphase sind. Bei Aktien ist noch ein bisschen was anderes, aber im Tränen, ich dann gelernt habe, hey, morgens in Ruhe erstmal einen Kaffee trinken, erstmal in Ruhe ankommen und nicht sofort das Handy in die Hand nehmen oder den Laptop auf dem Schoß oder das Tablet oder ähnliches, sondern man will ja ganz einfach starten. Das heißt, Akkumulationsphase, ich handle aus der Akkumulationsphase heraus. Entweder ich kann Trades sofort Break-Even setzen und wenn sie nicht laufen nach 1, 2, 3 Minuten, also so sehr kurzfristig bin ich da auch drin, dann fliegen Positionen bei mir auch sehr, sehr schnell raus, dass ich sage, hey, geht gar nicht. Phase der öffentlichen Beteiligung. Hier bin ich positioniert, hier bin ich in meinen Trades drin und hier lasse ich sie laufen bis zu den Kurszielen, die ich habe. Das heißt, erste kleine Teilgewinne sind gesichert und jetzt gucke ich mir an, wie viel Druck kommt rein, wie schön sauber läuft der Kurs und was sind überhaupt Zielmarken, die ich nach unten hin benutzen kann. Distributionsphase, hier wächst das Interesse der breiten Öffentlichkeit, der Markt befindet sich auf einem Hoch oder halt bei uns jetzt auch auf einem Tief. Die cleveren Investoren steigen aus. Super Beispiel von heute Morgen. Ich habe versucht, den Euro noch weiter zu shorten. Jedes Mal dann, wenn ich sagte, okay, ich setze jetzt hier meine Order da unten drunter und ich habe gemerkt, okay, der zog nicht weiter nach unten hin, der zog nicht weiter nach unten hin, habe dann geschrieben, hey, wir setzen sofort Break-Even oder ich setze sofort Break-Even. Spiel ist für mich gelaufen. Da geht nicht viel. Habe mich dann dazu entschieden, auch, wie gesagt, heute im Vorfeld nochmal kommuniziert, habe gesagt, okay, jetzt gefällt mir das alles gar nicht mehr. Der Euro-Dollar hat mir Long aufgebaut. Ich gehe raus, ich
bleibt flat. Und habe dann aber auch gemerkt, ja, der Euro ist dann ja wie ein Bumerang nach oben geschossen. Also hier sehe ich meine Strukturen nicht im Markt, sind sie nicht sauber, halte ich mich natürlich sofort zurück, weil ich genau weiß, in so einer Distributionsphase kann es ganz, ganz schnell drehen. Und wir kriegen jetzt hier, wenn wir die zum Beispiel jetzt im Stundenchart haben, dann kriegen wir auch sehr, sehr schnell im ganz, ganz Kleinen schon wieder die Akkumulationsphase in die Gegenrichtung. Entsteht die Akkumulationsphase in der Gegenrichtung, bin ich einer der Ersten, der sagt, okay, Kursstruktur passt nicht mehr. Um euch einen kurzen Überblick zu geben, ich habe es geschafft, fast anderthalb Monate nicht oder nur sehr, sehr wenig zu traden. Warum? Ganz einfach, ich hatte kaum Kursstrukturen gehabt vor mir, die ich irgendwie sauber handeln konnte. Wenn Fragen sind, schreibt die bitte gerne rein. Ich bin ein absoluter Freund davon, alle Fragen zu beantworten, weil ich habe es selber immer wieder gehasst, wenn ich in irgendeinem Webinar war, kommen 30, 40, 50 Fragen rein und nur deine einzige, die wird nicht beantwortet, die wird übersprungen. Deswegen habe ich immer das Fragefenster für mich auf. Und wie gesagt, ich beantworte immer sehr, sehr gerne die Fragen, die da auch zukommen. Das sieht dann natürlich in allen Kursverläufen etwa so aus. Ich habe die erste Bewegung, ich habe die Phase der öffentlichen Beteiligung, ich habe dann die Distributionsphase für mich. Ich hoffe mal, dass man meine Maus sehen kann. Marc, meine Maus sieht man, ne? Ich habe noch nicht wirklich mit dem Tool. Ah, okay, super. Ja, deine Maus sieht man. Bitte? Deine Maus sieht man, alles gut. So, okay. Das heißt also, ich für mich hier handle immer quasi aus diesen Punkten raus. Ist mir eigentlich noch völlig egal, ob das jetzt Stunde, Tag oder Minute ist. Aber ich versuche immer diese Punkte hier oben anzuhandeln, um mich dann hier oben weiter nach oben hin einfach treiben zu lassen, Druck nach oben hin aufzubauen, dann zu schauen, Mensch, wie weit kann das Ganze denn noch laufen? Die Indizes müssen einander bestätigen, sowohl Dow Jones Index als auch der Dow Transportation Index müssen das gleiche Signal geben für einen Abwärts- oder Aufwärtstrend, also sich gegenseitig bestätigen. Ich glaube, wir sind heute in einem Zeitalter, wo gerade so die vierte Prämisse von ihm etwas überarbeitet ist. Erstmal, ich schaue mir immer mehrere, wenn ich im FX-Markt bin, mehrere Euro-Märkte an. Das heißt zum Beispiel den Euro-Yen, den Euro-Cut, den Euro-Out. Also ich schaue mir immer so mehrere Märkte an, um zu gucken, okay, ist es jetzt vielleicht nur das eine Paar, was da gerade ist, oder sind das alle Paare, die da jetzt irgendwo schön miteinander korrelieren? Wenn ich, und das ist ja gerade so im Bereich Dow, ich liebe ja den Dow, ich handle ihn fast jeden Tag. Wenn ich den vor mir habe, dann schaue ich mir natürlich auch immer Signal, zum Beispiel Nasdaq, S&P oder den DAX an. Habe ich da ungefähr so die gleichen Druckverhältnisse? Ist der S&P zum Beispiel nonstop am Steigen? Der Dow macht das aber nicht. Dann ist irgendwas für mich faul. Wenn der Nasdaq zum Beispiel ganz kontinuierlich fällt und der fällt wirklich nonstop und der Dow steigt, ist das für mich okay. Dann kann ich das handeln, aber läuft der Nasdaq zum Beispiel nonstop seitwärts und der Dow steigt, dann traue ich dem Braten wieder nicht. Also ich muss da irgendwo entweder eine Korrelation sehen oder ich muss halt gleiches Signal sehen. Also wir sind ja schon so weit, dass wir im ultra kurzfristigen Handel sind. Jeder kann zu Hause wirklich hergehen und kann einfach nur auf sein Knöpfchen drücken. Das hat man wahrscheinlich so um 1900 noch nicht so wirklich bedacht, dass diese Zeit kommt. Also auch hier, ich suche mir immer wieder Bestätigungen. Sehe ich in irgendwelchen anderen Paaren das Gleiche oder eher nicht? Und dann ganz wichtig, das Volumen muss den Trend bestätigen. Der Umsatz soll in Richtung des vorherrschenden Trends ansteigen, sprich bei einem Aufwärtstrend soll das Volumen mit steigenden Kursen anziehen und umgekehrt. Und hier, und das ist das, was ich eigentlich jeden Tag immer umsetze. Ich weiß, viele werden das als falsch empfinden und sagen mir, ich habe ja dieses Tool und ich habe dieses Tool und das Tool zeigt mir das ganz genau an. Wenn mein Einstiegsbereich da, ich handle immer nur, wie ich es im letzten schon sagte, ich handle immer nur mit Stop-Order. Immer muss der Kurs erst in meine Richtung. Wenn ich jetzt sehe, ich werde gerade so gefüllt, also ich komme gerade rein in den Chart und das Ding läuft nicht
dann fliegt der raus, ohne Wenn und Aber. Eins, zwei Perioden auf mein System gesehen und der läuft nonstop seitwärts oder kommt direkt wieder zurück, kann diese Levels nicht nach oben hin durchbrechen, dann gehe ich auch gerne her und sage, okay, hier mit 0,2, 0,3% Minus bei einem 1% Trade, ich bin raus aus der Kiste, ich traue dem ganzen Braten nicht. Andererseits, ich werde zum Beispiel, also der Kurs schießt durch, der Kurs retestet einmal und ich merke, okay, da ist jetzt sofort der Druck weg. Keiner möchte jetzt mehr kaufen. Dann bin ich der Erste, der sagt, oh nö, dann ziehe ich Break-Even. Gerade in Distributionsphasen ist es so, weil wir Distribution und Akkumulation manchmal nicht sehen. Also für mich ist es sehr, sehr wichtig, dann auch, dass da wirklich Kaufvolumen reinkommt, dass da Kontrakte freigesetzt werden. Hier sind wir gerade im Dow Jones. Für diejenigen, die das Delta zum Beispiel kennen, sehen, dass da sehr, sehr wenig drin ist. Den Dow Transportation Index findet man, glaube ich, noch, aber du brauchst ihn nicht unbedingt. Also hier, wie gesagt, nimm DAX, nimm Nasdaq, nimm S&P, schau dir die Märkte an, laufen die schön zusammen oder laufen die wirklich genau gegeneinander, kannst du ja morgens gucken und machen die dann die gleichen Signale. Und das reicht für mich, denn wie gesagt, Dow Transportation braucht man heute nicht mehr so wirklich. Klassisches Beispiel heute, also es war wirklich, passt heute wie die Faust aufs Auge, könnt ihr gerne nachgucken im 5-Minuten-Chart, 1-Minuten-Chart sieht man es. Ein Trend besteht so lange vor, bis es definitive Signale gibt, dass es sich umgekehrt hat. Damit beschreibt Dow die Anlehnung an die Physik des Beharrungsvermögens der Indizes. Die Wahrscheinlichkeit spricht in der Regel dafür, dass sich der existierende Trend fortsetzt. Geniales Beispiel, dieser Trend, es gab einen Trendbruch auf 5 Minuten, heute im Euro-Dollar. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, ich habe natürlich jetzt alle Handys und so weggeschmissen. Vielleicht ist einer von denjenigen, die es heute gelesen haben, hier und wäre mal eben so nett, um mir das reinzuschreiben, wie viel ich das geschrieben habe. Auf jeden Fall ist es heute dazu gekommen, dass der Euro-Dollar im ersten kleinen Segment den Trend verletzt hat. Und in dem Moment habe ich sofort geschrieben, nö, keine Shorts mehr. Das Ding hat einmal ganz kurz auf Long gedippt, ist in die Korrektur gelaufen und ich war sofort raus, weil montags eh nicht so ein toller Handelstag ist für mich und ich eh Short positioniert war. Und ich habe es am Anfang ja schon gesagt, ich suche mir immer nur eine Richtung raus, die ich handeln möchte. Mir hat mal ein extrem schlauer Trader gesagt, hin und her macht Taschen leer. Und ich habe sehr, sehr viele Fehltrades im Nachgang mal ausgewertet und genau habe dann gemerkt, dass unterm Strich nachher es wirklich so gewesen ist, dass immer dann, wenn ich mir zwei Kurspositionen gesucht habe, einmal die Long, einmal die Short-Richtung, sehr, sehr oft gemerkt halt, dass ich da sehr, sehr viel Geld verloren habe. Das heißt, Euro ist für mich heute gedreht, irgendwann im Vormittagsbereich oder Mittagsbereich, ist dann auf die Long-Trend-Richtung bewegt. Ich habe dann gesagt, okay, Longs wolltest du nicht mehr mitnehmen. Heute Short bist du eh noch positioniert. Ich bin dann erstmal raus. Also hier halte ich mich extrem an meine eigene Regel. Bricht der Trend, bin ich weg. Ich switch das mal, weil es eine Seminarfolie ist. Switche ich das mal ein bisschen rum. Eine Sache ist ganz, ganz wichtig, hier nochmal zu sagen, ich drehe den Fibo einmal genau um, weil ich gerne meine Extensions dann so mit drin habe. Sie sind für mich immer so ein Schwankungswert. Also da, wo ihr die 0 stehen habt, habe ich die 100 und einmal umgekehrt. Das heißt, wenn ich einen Kursrücklauf kriege um 38,2%, dann ist es bei mir das 61,8, also etwas andersrum. Jetzt zeige ich aber auch gerne nochmal in der Praxis des Ganzen. Ich glaube, hier brauchen wir auf Fibo nicht eingehen, kann auch wirklich, also da gibt es super coole YouTube-Videos über das Fibonacci und was da genau passiert. Aber eine Sache ist für mich ganz, ganz wichtig und ich habe das ganz oft, dass ich mir die gar nicht einzeichne, weil ich sehe, immer dann, wenn es sauber aussieht, wahrscheinlich kennt ihr das, wenn ich eine Bewegung habe und eine ultra saubere Korrektur, dann kann ich da so
immer mein FIBO drauflegen und dann passt es auch noch. Und das sind die Trades, die eigentlich immer genial laufen, weil sich irgendwas in meinem Kopf mal festgebrannt hat. Bewegung, Korrektur, 61,8, das ist zum Beispiel Euro-Dollar oder 38,2 kann der Euro-Dollar auch super gut. Im Dow Jones, das ist zum Beispiel das 50er. Der Dow Jones kann den 50er mega gut. Ja, kann ich super, super ab. Arbeiten. Deswegen diese Retracements sind für mich unheimlich wichtig, aus der Akkumulationsphase heraus in meine Phase der öffentlichen Beteiligung zu handeln. Ich habe eine Bewegung, ich habe eine Korrektur, ich versuche aus der Korrektur heraus in meine Bewegung reinzuhandeln und ich mache das super gerne am 61,8er, am 38,2er und am 50er, wobei ich mich hier wirklich in dem Bereich der Indizes sehr viel auf das 50er fokussiere, das 23,6er und im Euro-Dollar sehr, sehr viel aufs 61,8er und 38,2er. Wer zum Beispiel Pfund handelt, habe ich sehr oft auch gesehen, 23,6 und 50, also das Pfund korrigiert immer sehr weit zurück, während Euro-Dollar halt sehr knapp immer korrigiert. Das sind so Erfahrungen, die ich mir halt rausgeholt habe. Ich glaube, ich kann das. Ich müsste mal auf meine Liste gucken, aber ich glaube, ich weiß aus den meisten FX-Paaren, aus den meisten Indizes und auch aus sehr, sehr vielen Aktien immer, wo welches Level ist, weil ich halt immer die gleichen Instrumente handle. Und das wirklich seit Jahren und ich habe immer so den Spleen, wenn ich zum Beispiel ein neues Asset habe und den Tipp gebe ich euch auch, gerade wenn ihr jetzt so nach sehr, sehr langen Präsentation folgt, die kaum praktisches Wissen hat, sondern nur theoretisches Wissen, schreibt euch alles auf. Ihr merkt, okay, ich handle zum Beispiel Pfund Yen, kann ich natürlich niemandem empfehlen, das zu machen, aber ihr handelt Pfund Yen und euch fällt immer wieder das Gleiche auf, wie zum Beispiel, der läuft ganz, ganz viel seitwärts, dippt einmal ganz kurz nach unten und geht dann in die Gegenrichtung nach oben hin. Schreibt euch sowas alles auf. Alle möglichen Informationen über euren Markt, die ihr einmal schriftlich niedergeschrieben habt, die helfen euch ein ganzes Leben lang weiter. Deswegen bin ich immer, wie gesagt, Freund davon, schreibt euch alles auf. Wenn ihr Arbeitnehmer seid, habe ich mal einem Kunden von mir den Tipp gegeben, ich so, nimm dir so einen kleinen Block mit, steck dir den in die Hose und alles, was du so immer auf deinem Handy siehst, wenn du mittags mal so ein bisschen mit deinem Demokonto zockst, das schreibst du dir auf. Ist mir heute noch für den Tipp dankbar, dass er das 3 Jahre lang gemacht hat und dann seinen Job gekündigt hat, dank einer Prop-Trading-Firma. Aber gut, das einmal dazu. Wir haben gerade gesagt, Korrekturen bis zum 61,8, also um 38,2% sind für mich lediglich Gewinnmitnahmen. Was anderes ist es nicht mehr. Ich habe irgendwo mal diesen Text gefunden im Internet und ich fand ihn so genial, dass ich ihn für mich selber mal so ein bisschen umgeschrieben habe. Ich weiß echt nicht mehr, von wem das ist, aber finde ich richtig, richtig cool. Wenn ich bis zum 61,8er zurücklaufe, also heißt um 61,8% korrigiere, das sind für mich lediglich Gewinnmitnahmen. Das heißt, ich laufe Zielbereiche an um 161,8, um 261,8 und spätestens bei 400 bzw. 423,6, die bilden so einen ganz, ganz fetten Brocken, da wird eine richtig derbe Korrektur kommen. Hat übrigens, wer da mal Bock drauf hat, könnt ihr mal euch mal den Kursverlauf Dow Jones 2008 angucken bis zum Corona-Rücksetzer. Der ist ganz genau, wenn ihr den FIBO so anliegt, wie ihr gesagt habt, ist genau in der Zone zwischen 400 und 423,6 aus der ersten Bewegung. Hat das Ding mega korrigiert. Wichtig ist, Korrekturen bis zum 38,2, also sehr weit zurück, habe ich zum Beispiel Zielbereiche erstmal 138,2. Ich setze die aber auch als Doppelböden, Doppeltops ein. Das heißt für mich, ja, gehe ich her und sage, okay, das kann ein Doppelboden sein, das kann ein Doppeltop sein. Kursbruch, Trendwende, wir kennen das, glaube ich, alle. Wir haben eine Bewegung, wir haben eine sehr, sehr starke Korrektur. Hier gehe ich jetzt nicht mehr auf Zielbereiche ein, sondern hier fange ich wirklich an, ganz gezielt Positionen immer wieder im Plus zu pyramidisieren. Ganz wichtig, ich nehme oder drehe es, ich verbillige die niemals.
Wenn ich rausfliege, fliege ich raus bei Aktien. Sage ich gleich noch mal ganz kurz was dazu. Aber im Trading, im Tagesgeschäft, ich verbillige niemals eine Aktie. Ich habe einen Stop-Loss liegen. Wenn der gerissen wird, dann wird der gerissen. Ende aus, die Maus. Wenn ich jetzt aber einen Kursbruch bekomme, das heißt, ich bin irgendwo ganz unten am Top rangekommen und ich lasse meine 25% Restposition laufen, dann versuche ich die immer weiter im Plus nach oben hin natürlich aufzustocken. Ich finde es ziemlich cool und ich finde es auch sehr entlastend beim Traden, 3, 4, 5, 6 Positionen laufen zu haben, die alle im Plus abgesichert sind, die mir zum ja, vielleicht mal nachts ein bisschen Spread kosten. Aber wenn ich dann mal einen Fehltrade habe, dass ich die dann runterziehen kann. Also hier wieder keinen Verlust gemacht, sondern so ein bisschen mit den Buchgewinnen daneben angesteuert nach unten. Denn ich finde das, also ich für mich finde das eine sehr erleichternde Haltung, muss ich dazu sagen. Wenn du jetzt wieder Thema Akkumulationsphase kennst, so ein bisschen die Elliott-Wellen-Theorie kennst, du weißt, wie die ungefähr zurücklaufen kann. Und du handelst dann immer wieder aus der Korrektur heraus, dann kannst du dir mehr Fehler erlauben. Deswegen liebe ich zum Beispiel Korrekturen, die ziemlich weit zurückliegen. Aber ich weiß auch, wenn zum Beispiel jetzt die Hochs nicht mehr getriggert werden nach oben hin, dann kann das auch sein, gerade wenn der 38,2 so ein bisschen läuft, dass er dann wirklich so ein bisschen in die Range reingeht. So, habt ihr noch Fragen bis hierhin? Oder erstmal. Soweit alles in Ordnung. So. Ich kann die auch nachher wieder reinpacken. So, also wenn noch Fragen sind, habt da gerne, also wie gesagt, ich bin immer ein Freund davon, echt alle Fragen so ein bisschen zu beantworten und doch wirklich alles immer reinzusetzen. Also, wir Also hätten alles da zu beantworten. zwei Fragen, die ich im Chat sehe. Wir gehen sie mal kurz durch, ob du schon darauf eingegangen bist oder ob das noch ein Thema wäre. Und zwar einmal, wo finde ich bitte den Dow Transportation? Habe ich ja gerade gesagt, es gibt einige, ich glaube, es gibt einige Seiten, wo man den nachgucken kann, aber ich glaube, so richtig aktiv findest du den gar nirgendwo mehr. Ich könnte mal gucken. Kannst Also, dort zum Beispiel ja. DJT eingeben, dann hast du den Index. Oder es gibt auch den Sektor Transportation IYT, könnte man auch benutzen. Also wie gesagt, ich glaube, ich, so wie ich bin, habe nicht das Recht, in der These von Charles Dow drin rumzupuschen. Deswegen lese ich sie immer vor und gebe dann die Antwort beziehungsweise gebe die Lösung darauf. Das heißt, ich benutze wirklich DAX und also wie man es hier auch sieht. Ich mache zum Beispiel Analysen wirklich nur im Future-Markt, nie in irgendwelchen CFD-Märkten handeln, natürlich schon, aber Analysen schreibe ich immer im Future. Ist für mich ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ist für mich ein reines Kopfding. Ich würde aber auch niemals in meinem MT4 oder MT5 irgendwas rumanalysieren. Ich glaube, Probleme haben alle. Da machst du das Ding einmal den Chart zu und dann ist alles weg. Und dann hast du da 3, 4, 5 Stunden Arbeit reingeballert. Okay, nächste. Dann haben wir noch, die Volumen sollen bei steigenden Kursen anziehen. Prüfst du das mit einem Indikator oder Programm? Nee, hatte ich ja gerade gesagt. Also für mich ist es wichtig, ich gebe hier mal ein Beispiel. Nimm mal einen Trade, den ich auch hier wieder vorher kommuniziert habe. Ich habe einen Freund von. Kennt also die, die mich nicht kennen, wissen das nicht. Aber wir schauen hier den. Na, so. Nimm mal diesen hier oben. Also ich habe gewartet, dass ich eine Kursbruchstruktur nach hier unten hinbekomme, also dass ich hier das Tief einmal rausnehme nach hier unten und wollte mich hier mit einer Sell-Stop positionieren. Hab dann die erste Periode gekriegt. Die erste Periode ist direkt nach unten hin durchgebrochen. Da brauche ich ja keinen Indikator für, also ich für mich nicht, dass ich sehe, hey, das geht sehr, 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 sehr schnell. Und ich kann auch schnell Break-Even ziehen. Und ich bin sehr, sehr schnell aus meinem Risiko raus. Ich hasse es einfach, mich konzentriert vorm Rechner zu setzen. Und ich mache Fehler,
und schließe zum Beispiel einen Trade oder gehe irrational break-even oder sowas. Deswegen, bei mir muss das Ganze immer schnell gehen. Ich hasse es einfach, wenn es so lang zur Seite geht. Und das meinte ich für mich mit dem Volumen. Ich habe ja ganz am Anfang dieser Präsentation gesagt, ist für mich sehr, sehr wichtig, so wie ich das für mich interpretiert habe, so wie es für mich und mein Konto passt. Ich kann niemandem sagen, nimm mein System an, weil das wäre absolut überhebelt. Aber ich kann nur sagen, dass in meinem Trading funktioniert es und ich schreibe damit sehr, sehr positive Ergebnisse. Und das sind halt die Sachen, wenn ich so eine Kerze sehe, dann ist da was da. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei so einem Trade hier bin, oder ne, nehmen wir einen von heute hier. Das ist ja, ich glaube, das wäre sogar noch schöner. Nehmen wir diesen, na, so, nehmen wir diesen hier unten. Da ist es auch, es ist runtergebrochen nach unten hin. Ich habe mich kurz positioniert, habe kurz gewartet, habe gesehen, hier werden die Schatten immer größer. Das bricht nicht richtig, das hat sich so ein bisschen zur Seite geschoben. Ich habe dann schnell gesagt, nee, ich mache das nicht mit. Sieht alles so kurios aus und deswegen bin ich raus. Ich hatte übrigens gerade von dieser Bewegung hier nach oben hin. Nee, das war doch nicht. Doch. Das war. Doch, dieses hier war es gewesen. So, habe dann hier oben irgendwann gesagt, nee, ich bin jetzt raus aus meinem Trade. Nee, hier war er, da war die Struktur nach oben. Sorry, bin etwas rumgeswitcht mit dem Bruch nach oben hin und habe dann gesagt, nee, ich gehe jetzt raus aus dem Trade, weil ich nicht mehr Short handeln möchte. Das war dieser Trade hier gewesen, um 10:35 Uhr. Ich müsste es nachgucken. Ich könnte es in meinem Trading-Tagebuch nachgucken. Nur das hat gerade ein leichtes Problem, weil der Rechner nämlich nicht an ist. Mit dem war ich erst hier drin. Marc, du weißt es aus dem ersten Step. Ich wusste genau, wann der Entry war, wann auch hier nochmal für die, die noch am Anfang stehen. Im ersten Webinar, Marc hatte, glaube ich, irgendwas gefragt oder so. Ich konnte das auch die Minute nachgucken, weil ich natürlich über alles Buch führe. Wenn ich jetzt einen Ausweichcomputer habe, dann ist das natürlich mega schade, weil jetzt muss ich natürlich doch sagen, ja, wo war das denn ganz genau? Ich sehe es gar nicht, weil ich natürlich meine ganzen Aufzeichnungen auf dem, wir wollen ja keine Diskussion entfachen, Rechner haben. Ja, aber Sascha, nimm das nicht weiter tragisch in meinen Nee. Augen. Das ist ja nicht das erste Video, das du zusammen machst mit uns. Man kann das in den anderen Videos, wie du schon selbst sagst, ja auch nachsehen, dass es hier die Nachweise gibt. Also das Richtig. passt soweit. Ich habe noch eine ganz interessante Frage, nämlich wie findet man am effizientesten Aktien, die ein Einstiegssignal bieten, also wirklich eher so weg von den Indizes und zu den Aktien. Kannst du da auch was zu sagen? Ja, gehen wir ein bisschen auf die Zukunft ein und wir gucken, wie ich das jetzt mache. Im Moment suche ich mir Sektoren aus, wo ich entweder seit Jahren irgendwelche Aktien halte, wo ich immer wieder auf die Akkumulationsphase warte und dann Aktien zukaufe, große Teile verkaufe, Restaktien stehen lasse und das ganze Spiel sich quasi immer wieder wiederholt. Ich habe dann natürlich, wie man es hier unten sieht, meine Lieblingsaktien. Auch hier das, was ich gerade sagte, mache ich natürlich dann auch im Aktienbereich so. Das heißt, im Aktienbereich habe ich Monat, Tag und allerhöchstens die Stunde. Auch hier geht dann wieder zwei, drei, vier Perioden und dann muss das Ding ziehen. Also, das sind natürlich die Analysen, die ich fahre auf sämtlichen Aktiensektoren. Aber ich muss auch dazu sagen, ich beschäftige mich seit einigen Monaten mit KI. Und ich werde da bestimmt noch mal ein, zwei, drei YouTube-Videos drüber machen, aber die KIs sind genauer im Filter von Aktien. Und die geben mir noch weitaus mehr Randinformationen da, weil wir wissen ja, alle Marktentscheidungen sind direkt im Markt drin, die brauchen wir nicht handeln. Jede fundamentale Ausrichtung ist quasi im Markt eingepriesen. Daher, also wie gesagt, da habe ich im Moment so ein paar Sektoren, die ich natürlich mir anschaue, aber die sind sehr, sehr KI-belastet.
Und eine ist jetzt nicht so gut gelaufen, wobei die bei den Earnings voll abgestiegen ist. Ich habe es dann aber versäumt, in meiner Gruppe zu schreiben: Hey, setzt euch mal Break-Even. Ja, also wie gesagt, Aktien wirklich auf zweierlei Basis. Zum KI kann ich noch nicht viel sagen, aber sonst, so wie ich meine Trades auswerte, werte ich halt meine Aktien auch aus. Ich mache es immer: Bewegung, Korrektur, Akkumulationsphase, Phase der öffentlichen Beteiligung, Distributionsphase und das Spiel geht von vorne wieder los. Super. Das wären dann auch erstmal so die ersten Fragen, denke ich. Die habe ich erstmal in Okay. der Pipeline. So, für diejenigen, ja, so ab und an habe ich dann mal so noch ein bisschen Zeit mit reinzusetzen. Also erstmal, ich benutze natürlich jetzt immer Soli Fibus. Ich hatte es gerade schon mal so ein bisschen angesprochen. Ich benutze noch das 66er und das 33er dazu. Ich weiß nicht mehr, ich habe es mal in irgendeinem YouTube-Video gesehen. Fand es mega cool, habe das reingesetzt, habe das über Wochen, Monate getestet. Und es lief so cool, dass ich mir gesagt habe, okay, komm, die nehme ich mit rein. Das meinte ich mit den, ich entwickle mich weiter und ich schaue immer und ich versuche immer irgendwo zu klauen. Deswegen finde ich es so schade, dass so wenig Leute ihr Wissen irgendwo ja, öffentlich preisgeben. Das sind so Sachen, auch so einige Folien aus der PowerPoint-Präsentation. Die habe ich irgendwo mal gesehen, aufgeschnappt, aufgeschrieben. Und die sind dann in meinen gewandert, weil ich es so cool finde. Ich finde es natürlich immer, lerne von den Besten, muss ich immer dazu sagen. Deswegen, wie gesagt, für euch ganz, ganz wichtig: Nimmt alles mit, was ihr kriegen könnt. So, und wir gehen mal auch so ein bisschen auf Trades ein, wo ich dann sage: Hey, also für mich hat das Ganze ganz gut gepasst. Ich habe dann zum Beispiel so hier meine ersten Strukturen, also quasi die Akkumulationsphase gehabt, den sehr, sehr kleinen Segment. Ich versuche dann natürlich hier aus der Korrektivphase herauszuhandeln. Und ich hatte ja gerade schon gesagt, genau das hier sind immer so meine Einstiegstrigger. Im Euro-Dollar ist es der 61,8er. Ich weiß ja, bei FX Flat ist das Ding mega günstig im Gegensatz zu manch anderen. Deswegen gerade so ein bisschen hier Euro-Dollar auch mit reingenommen. Dann schaue ich mir natürlich hier wieder die nächstgrößeren an. Und auch hier sehe ich natürlich, klar, ist nicht ein 61er gewesen, das meinte ich ja gerade mit dem 66er, müssen wir noch ein bisschen sauber einzeichnen. Und dann auch wieder genau hier rangekommen, wieder die 60er-Zone, die dann für den nächsten Abverkauf gezogen hat. Immer wenn diese Zonen möglichst sauber angelaufen werden, also wirklich sehr, 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 sehr sauber angezogen werden, dann laufen die auch in die Richtung. Und du musst eigentlich nur warten, dass er irgendwann mal hier unten runterkommt. Ist der dann da unten, ist für dich Schluss. Dann bist du erstmal flat gestellt, denkst dir, okay, ich suche mir jetzt eine neue Richtung, ich schaue jetzt, wo er hinlaufen kann. Und ich gehe natürlich immer in diesem Drei-Wellen-Prinzip runter. Das heißt, erste Welle, Korrektive, nächste Welle, Korrektive und dann die Bewegung nach unten hin, beziehungsweise die zweiwellige Korrektur und dann aus der Korrektur wieder nach unten hin. Das meinte ich hier unten zum Beispiel jetzt mit Distributionsphase. Ich habe die erste Welle nach hier unten, zeichne die mal eben ganz kurz ein, dann wird es ein bisschen verständlicher. Also ich habe die erste Bewegung nach hier unten, dann habe ich die zweite. So, und bei der dritten, nach der dritten Korrektur, nach dieser, die hier oben ist, weiß ich halt nicht, kriege ich jetzt hier eine Distributionsphase, sieht aber genauso aus wie auf meiner Folie, oder läuft er weiter nach unten hin? Eine Sache hat es nicht gegeben und das ist so klar, der hat nicht das ganze Ding, was er hier oben gemacht hat, wie ich erst drauf spekuliert habe, hier direkt gleich wieder wiederholt nach unten hin. Und das meinte ich mit denen, ich setze mich immer auf eine Richtung. Jetzt ist meine Short-Seite vielleicht erstmal ein bisschen bedient. Gucken wir uns ein bisschen an. Auch am morgigen Bereichstag. Und ich würde zum Beispiel jetzt wieder hergehen, so hier, so in diesem Bereich, wenn ich shorten wollen würde. Und ich würde meine Trades machen, würde ich so ab der 1,07850 auf Stundenbasis würde ich gucken, hey, gibt es da wieder Möglichkeiten, Shorts zu suchen? Sonst erstmal wieder so ein bisschen gucken, kann man da vielleicht so den einen oder anderen kurzen Long handeln,
weil wir auch im sehr, sehr großen Segment ja immer durchkorrigiert haben. Das sind aber Aufgaben, die ich dann wieder morgen treffe, die ich dann auch morgen wieder allen dann zur Verfügung stellen werde. Ich kriege gerade die Frage KI mit ganz vielen Fragezeichen. KI ist die Abkürzung für künstliche Intelligenz oder im englischsprachigen AI. Ich frage zum Beispiel einige Chatbots was und die geben mir Antwort darauf. Ich habe jetzt mir ein paar Tools geholt, also ein paar Plattformen geholt. Die sind zwar auch ein bisschen teuer, aber die funktionieren recht gut und die filtern das Internet nach allen möglichen Antworten, die ich suchen möchte. Wenn ich zum Beispiel einen Sektor suche, der vom Staat extrem gefördert wird, dann kann ich einmal nach diesem Sektor suchen und kann dann mit den weiteren Suchbegriffen vorgehen. Gib mir doch mal die Firmen vor, die meiste staatliche Unterstützung kriegen. Und da suchst du mir jetzt bitte, um das mal ganz einfach zu halten, und da suchst du mir jetzt bitte genau die Firma raus, die unterm Strich die besten Aktien auch die letzten Jahre hatte. Also eigentlich simpel und einfach gehalten. Aber das steckt bei uns, und das muss ich auch wirklich dazu sagen, und ich habe den ganzen Tag Zeit, mich mit sowas auseinanderzusetzen, das steckt wirklich noch in der Beta-Phase drin. Okay, ich bin Punkt 19 Uhr fertig geworden. Da, was wir jetzt in der Theorie gemacht haben, werden wir im nächsten Webinar, werden wir das 100% in die Praxis draufziehen. Nelson, bist du gerade da? Na, selbstverständlich. Können wir vielleicht irgendwie die Präsentation oder sowas für diejenigen, die da Bock drauf haben, die zum Abrufen geben, also dass sie sich da alles mitschreiben können, weil ich ja so ein Freund vom Mitschreiben bin. Ist das möglich? Ja, du kannst, also entweder können die teilen, du kannst mir das senden oder der Marc kann mir das senden und alle Teilnehmer hier, die Interesse haben, können einfach eine E-Mail an service@fxflat.com schicken, dann leiten wir das gerne weiter und das sollte kein Problem sein. Das ist cool, weil, wie ich gerade schon sagte, ist natürlich für mich immer, ich möchte Mehrwert schaffen, ist für mich ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, den coolsten Mehrwert haben die einfach, wenn die dann, oder wenn gerade alle Teilnehmer auch so ein bisschen hergehen können und können sich dann auch so ein bisschen das aufschreiben, sehen das alles nochmal und können das dann wirklich auch dann abgleichen mit dem Kurs, dass sie sehen, dass es wirklich funktioniert. Ja, das kriegen wir hin. Das ist cool. Dann mach dir das fertig, Marc, und schick's dir rüber. Super, perfekt. Ich hätte noch eine kleine Bitte an euch beide. Und zwar ist es ja heute sozusagen ein gemischtes Webinar. Das heißt, wir haben hier Leute von Trading Pit, aber auch von FX Flat hier sitzen. Jetzt kennen die meisten natürlich FX Flat als bekannten Broker. Aber Nelson, könntest du uns vielleicht in ein, zwei, drei Sätzen gerade mal noch was über euch erzählen und halt auch über die Vorteile von euch? Ja, selbstverständlich. Also wir sind hier also erstmal FX Flat Bank AG. Wir sind eine AG, deutscher Broker hier mit Sitz in Ratingen in der Nähe von Düsseldorf. Wir bieten sowohl das MetaTrader-Geschäft an, beziehungsweise das CFD-Geschäft an, inklusive Futures und Forex selbstverständlich auf einer Seite. Auf der anderen Seite haben wir auch das klassische Depotgeschäft in Zusammenarbeit mit Interactive Brokers, wo wir entsprechend auch dorthin die Konten vermitteln. Und ja, seit wann gibt es uns? Seit 1997 angefangen mit einer Vermögensverwaltung. So hat sich das Ganze dann entwickelt. Und wir haben einen 24/7 beziehungsweise 24/5 Support in verschiedenen Sprachen, Englisch, Deutsch und mittlerweile auch Holländisch. Und was auch nicht bei jedem Broker zu sehen ist, ist unser Einlagenschutz in Höhe von 500.000 Euro, den wir aktuell auch für unsere Kunden anbieten. Die Konditionen,
Da sind auch einige Produkte, die wirklich herausstechen. Zum Beispiel, wenn wir schon beim Thema sind, hier US 30, Dow Jones, da haben wir tatsächlich fast durchgehend mit einem Punkt. Also das muss man auch erstmal woanders finden. Ich glaube, da sind wir ganz gut aufgestellt. Aber auch im Bereich Forex haben wir sehr gute Konditionen. Und DAX natürlich auch, der bei unseren Kunden sehr viel gehandelt wird mit 0,9 Punkte Spread. Viele Futures, die gängigen haben wir im Angebot, die auch entsprechend auch von euch, von TradingPit auch genutzt werden. Und alles weitere gerne dann auf unserer Webseite fxwelt.com. Da, wenn sich Fragen ergeben dazu, gerne uns kontaktieren, entweder per E-Mail, telefonisch oder eben auch gerne Chat. Und ja, wenn noch von eurer Seite noch Fragen sind, auch natürlich gerne an der Stelle. Wir werden, wie ich am Anfang angekündigt habe, wird es ja einen Teil 2 geben. Sascha hat es ja auch jetzt mehrmals gesagt. Wir werden auch im nächsten Newsletter auch sehr gerne darauf verweisen, denn der nächste Termin wird ja dann wieder bei euch stattfinden, lieber Marc. Und da können die Teilnehmer heute und die sich dann auch die Aufzeichnungen anschauen, diesbezüglich dann bei euch anmelden und dort dann teilnehmen. Ja, klasse. Vielen lieben Dank, Nelson. Sascha, um das Ganze auch noch abzurunden. Du hast zwar schon so am Anfang ein bisschen von dir erzählt, aber könntest du gerade auch noch so sagen, was so konkret deine Angebote sind, die du auf deiner Homepage oder in irgendwelchen Kanälen anbietest? Okay, um das etwas zu einfacher zu machen. Also, natürlich, wir haben 1, 2, 3 Videokurse, die wir im Haus haben. Wir haben ein paar klassische Seminare, so wie jetzt am Wochenende zum Beispiel haben wir wieder ein technisches Analyse-Seminar. Sonst mache ich für mich eigentlich keine Werbung, muss ich auch dazu sagen, aus einem Grund nicht. Wie ich am Anfang sagte, mit den Fragen. Man setzt sich in ein Webinar rein und man kriegt seine Frage nicht vorgelesen. Das bedeutet Frustration. Frustration an der Börse bedeutet Geld verlieren. Also habe ich es mir auf die Fahne geschrieben für Leute, die mich finden oder für Leute, die mit Leuten kommen, machen wir ein ganz klassisches, spezielles Ausbildungstraining. Das heißt, ich bin für alle Leute greifbar. Sei es vom Kleinsten, der in der Free Telegram-Gruppe ist, bis hin zu unseren Masterminds, VIPs, die da sind. Mastermind VIPs haben natürlich meine Telefonnummer, ist klar. Aber auch sonst alle anderen Leute, die in meinen Kursen sind, haben meine Telefonnummer. Dementsprechend gehen sie natürlich auch so durch so ein kleines Vorauswahlverfahren heraus. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig. Ich habe so einen Börse-Grundkurs mal zusammengepackt, 42 Videos. Findet man bei YouTube, bei allen anderen. Ich mag das nicht, dass irgendjemand durch mich sein Geld verbrennt. Deswegen bin ich mit meinen Produkten immer so ein bisschen komisch drauf und sage, hey, ich möchte, dass keiner Geld verliert, weil die Börse ist doch so, du verlierst doch dein Geld dadurch oder viele verlieren ihr Geld. Die damit mehr Geld verdienen, die wissen ganz genau, wie sie an dieses Wissen rankommen. Deswegen rundum, ich habe halt eine Education, die sich wirklich um die Leute kümmert, die da sind. Wir setzen uns mit denen hin, wir drehen zusammen, wir sind zusammen mit denen im Zoom, wir lachen zusammen, wir sprechen zusammen und zwar wirklich jeden Tag. Deswegen, aber das geht natürlich immer nur durch ein Bewerbungsverfahren, das im Moment unser Lars macht, wo er auch ganz klar sagt, der ist geeignet, der ist nicht geeignet. Deswegen, Marc, auch wenn du mich immer wieder fragst, ich kann dir nicht geben, was ich habe und ich glaube, nie wird es irgendwie geben, dass ich ein sehr, sehr teures Produkt irgendwo anbiete. Hier mal 10 Euro, da mal 50 Euro ist natürlich was anderes. Aber sonst, wer zu uns in die Community will, muss den Gang über die freie Telegram-Gruppe geben, muss sich dort so ein bisschen engagieren, muss mit den Leuten arbeiten, weil wir halt eine echt eingeschworene Gemeinschaft sind. Deswegen, wie gesagt, auch wenn das nicht viele verstehen, aber so wirklich Produkte zum Verkaufen habe ich eigentlich gar nicht, weil ich liebe meine Produkte so dermaßen, dass ich sie immer nur Leuten gebe, die wirklich bei mir in die Community reinpassen, mit denen man jeden Tag wirklich lachen kann.
Na gut, aber ich denke, das macht ja auch dich und dein Angebot aus. Deswegen frage ich da auch immer noch jedes Mal aufs Neue nach, ohne da ermüdlich zu werden, weil ich finde, das ist ganz Besonderes, wie du mit deiner Kundschaft familiär, fast schon freundschaftlich umgehst, und ihr zusammenwachst. Das passt ja sehr gut auch zu unserer Philosophie. Deswegen ist das etwas, was ich sehr gerne immer wieder aufs Neue auch hervorhebe. Sonst, also wie gesagt, mein YouTube-Kanal, strategischer Börsenhändler, da findet ihr alles, was ihr braucht. Könnt ihr euch angucken. Wie gesagt, veröffentliche 80% meiner ganzen Strategie dort. 20% ist etwas sehr komplex. Es reicht aber, um damit Geld zu verdienen. Deswegen guckt es euch gerne an. Wenn ihr dafür bereit seid, findet ihr mich. Das hat bis jetzt jeder geschafft. Dann würde ich sagen, vielen Dank, Sascha, und übergebe zu das dem Schlusswort nochmal Nelson. Ja, vielen Dank. Also ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank, Sascha, für das Danke. Seminar. Vielen Dank, Marc, für die Zusammenarbeit und das gemeinsame Webinar hier. Und natürlich riesen Dankeschön an alle, die heute live dabei waren und sich für das Thema interessiert haben. Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Und wie gesagt, dann melden Sie sich entsprechend auf der Trading Pit-Seite für den zweiten Teil an. Ich wünsche eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf. Morgen kommen schon wichtige Wirtschaftsdaten, die voraussichtlich Volatilität mitbringen. Von daher da Achtung an der Stelle. Und ja, bleiben Sie gesund. Vielen Dank, Marc. Vielen Dank, Sascha. Schönen Abend allen zusammen und sehr, sehr gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Ciao.